meiner Lieblingsgeschichten ist die Geschichte von Josaphat und seinem Sieg über den Feind. Und an einer Stelle heißt es, und am vierten Tag versammelten sie sich im Tal Beracha, und das ist ein Tal, was bis auf den heutigen Tag so heißt. Beracha heißt Segenstal. Und ich möchte gerne mal so einen kleinen Rückblick halten auf die Situation, in der Josaphat sich befunden hat. Der Feind war im Übermaß gegen ihn angetreten. Und Josaphat wusste nicht, was er in dieser Situation tun sollte. Und er betete und er bekam durch ein Eingreifen ein übernatürliches Wort von Gott. Und so richtete er sich nach dem Plan, den Gott ihm gegeben hat, aus. Er stellte als erstes die Lobpreiser vor alle anderen, die hinter den Lobpreisern herzogen, gegen den Feind. Dieses allein ist schon für mich immer eine, ja, ich will sagen, eine Ermutigung, aber auch eine Herausforderung gewesen. In den Situationen, die mich herausgefordert haben, wo ich bemerkt habe, der Feind geht gegen mich. Der Feind ist sogar vielleicht in der Überzahl gegen mich. Er ist mächtig gegen mich am Agieren und am Wirken. Und ich wusste nicht, was ich jetzt in dieser Situation tun sollte. Und trotzdem war da immer die Erinnerung hier an die Geschichte mit Josaphat, dass zuerst der Lobpreis kam. Denn im Lobpreis entscheidet sich eigentlich der Kampf. Und so war es bei Josaphat. Als sie mit Lobpreis begannen, legte der Herr einen Hinterhalt. Als sie mit Lobpreis vorangingen, entwickelte sich eine vollkommen neue Situation. Der Lobpreis war quasi eine Schneise, die der Herr gezogen hat, dass sie nicht sagen konnten, aus unserer eigenen Kraft haben wir den Feind besiegt. Oder weil wir so eine kluge Strategie hatten, aus unserer eigenen Kraft. Sondern die Strategie kam von Gott und sie zogen mit Lobpreis gegen den Feind. Und das war etwas, was ihnen den Sieg brachte. Deshalb heißt es, und am vierten Tag kamen sie in das Tal Beracha und sagten Gott Dank. Ich habe oft Situationen erlebt, wo ich wirklich schwer attackiert war, wo es mir auch nicht leicht gefallen ist, im Lobpreis vor Gott wirklich zu stehen, schon zu danken, dass er einen Ausweg schaffen würde, zu wissen, mich daran zu erinnern, dass er das in meinem Leben schon früher getan hatte, sondern dass ich so herausgefordert war, dass ich wirklich mich aufs Äußerste auf ihn verlassen musste, damit ich durch die Situation hindurchkomme. Aber was ich gelernt habe, ist, dankbar zu sein für die Dinge, wo der Herr mich wirklich bewahrt hat, wo er mir geholfen hat, wo ich Wunder erlebt habe, wo ich seine Versorgung erlebt habe, wo er mir Schutz gegeben hat, wo er mir Leitung gegeben hat, wo er mir übernatürlich Ideen oder Pläne oder Vorangehen geschenkt hat, durch den Heiligen Geist, dass ich wissen konnte, dass der Heilige Geist mein Leiter ist, der mich in alle Wahrheit leitet, der mir den Weg macht, dass ich einen Weg gehen werde, den der Herr in meinen Schritten zum Weg machen würde und dass ich ankommen würde tatsächlich in diesem Tal Beracha, um dem Herrn Dank zu geben für das, was er mir an Sieg geschenkt hat. Das ist etwas, was wir in unserem geistlichen Leben lernen müssen, dass wir in den Situationen, die uns herausfordern, den Herrn fragen, was ist deine Strategie hier und jetzt? Dass wir hören auf das Wort, was er sagt, dass wir uns in sein Wort vertiefen, um daraus ein Rhema-Wort, ein Wort für jetzt zu ergreifen, dass wir auf seine Agenda, auf seine Angaben
hören und sie befolgen, dass wir wirklich da lang gehen, vielleicht auch manchmal gegen alles, was wir mit unserem natürlichen menschlichen Verstand bedenken oder planen oder wo wir sagen, das ist doch vielleicht viel besser. Nein, es geht wirklich darum, dass wir hören, was der Herr uns sagt, dass wir das prophetische Wort, was er gibt, achten und ergreifen und dass wir im Lobpreis wirklich schon in der Danksagung vorangehen. Dass wir in der Danksagung schon Gott die Ehre geben für das, was er tun wird. Dann werden wir in unserem Segenstal, Tal Beracha, ankommen. Und wir werden ihm dort Dank geben für das, was er getan hat. Und er wird uns Beute geben. Er wird uns die Dinge, die der Feind gestohlen hat, die der Feind uns geraubt hat, wo der Feind uns wirklich geschadet hat, der Herr wird uns das wiedererstatten. Vielleicht anders, als wir das denken, aber das ist sein Versprechen. Und ich möchte dich ermutigen, ich möchte dir das zusprechen. Geh mit Dankbarkeit durch deine Situation oder in deine Situation. Ich weiß, wie herausfordernd das ist, aber bleib dran. Und komm in der Anbetung gegen diese feindliche Situation an. Und du wirst sehen, der Herr wird einen Weg für dich öffnen. Er wird für dich kämpfen. Gott hat mehr für dich.